Hallo meine Lieben, hier ist wieder Sabine vom YouTube-Kanal der Ehrlichkeit begegnen TV. Schön, dass du heute zugeschaltet hast. Ja, und ich weiß, ich habe mich jetzt eine längere Zeit nicht mehr blicken lassen hier auf YouTube. Das hatte verschiedene Gründe, einmal familiäre Gründe, einmal bin ich operiert worden und ich habe einfach die Zeit für mich gebraucht, um mal mich wieder ein bisschen zurückzuziehen und einfach mal eine Pause zu machen. Und ich glaube, dass es in dieser aktuell sehr, sehr turbulenten Zeit zwischendurch auch wirklich wünschenswert, vor allen Dingen, weil wenn der Körper signalisiert, dass er eine Pause braucht, dann gönn dir diese Pause. Ich habe sie mir auch gegönnt und jetzt bin ich wieder fitter denn je. Und ja, warum ich heute hier online gehe, und zwar hatten wir gestern, ich werde das Video auch hier unten verlinken, einen wundervollen Radio-Internet-Talk von OkiTalk. Und zwar mit der lieben Ilona Selke, mit der lieben Michaela Merten, Pierre Frank und mit mir. Ich war auch mit dabei. Die Tiere hat die Moderation gemacht. Der Thomas Herz war der Kongressveranstalter sozusagen. Und es ging um das Thema Chaos-Affären, wenn die Liebe zuschlägt. Ja. Und vor allen Dingen, warum so viele Menschen aktuell in dieser herausfordernden Zeit so viele Beziehungsprobleme mit sich bringen, warum so viele Beziehungen so schnell kaputt gehen und vor allen Dingen, warum sich Menschen so schnell überdrüssig sind und auch gar keine Lust mehr haben, innerhalb einer Beziehung etwas zu tun. Und wir haben gestern Abend in diesem Talk viele, viele wundervolle Dinge. Also jeder von uns hat viele Dinge mit dazu beigetragen. Und du findest natürlich auch die ganzen Interviews im aktuellen Kongress, der Chaos-Affären-Kongress, der heute beginnt, wohlgemerkt, der heute jetzt, wir haben den 18. Mai genau, heute beginnt. Mein Interview ist am 22. Mai, was vielleicht dich auch sehr, sehr stark interessieren könnte. Und gestern hatten wir ja natürlich in diesem Radio-Interview-Talk nur eine gewisse Zeit, um über gewisse Themen etwas zu sagen. Und die liebe Michaela Merten hat mich einmal so kurz unterbrochen, weil sie gedacht hat, ich werde über Wasser reden, wollte ich aber gar nicht. Und zwar ging es mir um das Thema Zellenergie, warum wir letztendlich teilweise gar keine, ich sag mal, guten, liebevollen, friedvollen Beziehungen führen können, wenn wir unsere Schmerzkörper nicht geheilt haben. Und woran das liegt, das ist an der Zellenergie. Und da hatte mich die Michaela Merten gestern leider unterbrochen. Und deswegen möchte ich darauf heute unbedingt nochmal zurückkommen, weil ich wurde auch schon von mehreren angeschrieben. Wir hatten gestern knapp 2400 Zuschauer live, was natürlich super ist, was eine riesengroße Zahl ist. Und es haben mich viele Mails sozusagen erreicht heute Morgen. Ich war total geflasht, weil einige, glaube ich, so geahnt haben, was ich damit sagen möchte. Was hat denn unsere Zellenergie mit Beziehungen zu tun? Ganz, ganz viel. Und ich hole mal so ein bisschen aus. Unser Körper besteht aus über 50 Billionen Zellen. Und jede Zelle besteht aus Wasser. Also der Hauptbestandteil einer Zelle ist Wasser. Natürlich auch Proteine, Proteine, die aus Aminosäuren hergestellt werden. Und natürlich auch noch dem Zellkern. So, jetzt ist gerade mein Video hier verschwunden. So, jetzt bin ich nochmal da. Und natürlich auch dem Zellkern, dem Nukleus und vielen, vielen anderen Dingen. Aber der Hauptbestandteil unserer Zellen ist Wasser. Ja, du hast richtig gehört. Und Wasser ist nicht nur ein, wie soll ich sagen, ein Stromleiter, sondern Wasser ist auch ein Speicher von Energien. Also Wasser kann sämtliche Energien aus dem Umfeld heraus, das lernt man auch in der Epigenetik, aus dem Umfeld heraus speichern. Das heißt, wir sind letztendlich, also unser Körper ist letztendlich ein riesengroßes Wunderwerk voller komplexer Informationen und Abspeicherungen, die wir im Laufe unseres Lebens von klein auf bis zum heutigen Tag abgespeichert haben. Und viele wissen auch nicht, und da wurde ich auch mal von Healy, von dem Vice-Präsidenten von Healy interviewt, im Bereich Theta und Alpha-Wellen im Hypnosezustand. Ja, wir werden als Kinder natürlich schon sehr, sehr stark in Anführungsstrichen indoktriniert, konditioniert für unser
gesamtes kommendes Leben. Und was viele nicht wissen, dass wir automatisch auch den Schmerzkörper unserer Eltern mitteilen, wenn wir auf die Welt kommen. Denn diese gesamten Informationen, diese gesamten Erfahrungen, die unsere Eltern gemacht haben, Vater und vor allen Dingen auch die Mutter, sind in der Gebärmutter der Mutter gespeichert. Und das heißt, wenn ein Kind gezeugt wird, bekommt es sozusagen, ich sage es jetzt einfach mal so, auf die Festplatte eine gewisse Speicherung mit. Also wir werden schon vorab mit gewissen Informationen belegt, die eigentlich gar nicht unsere sind, sondern die aus dem Erfahrungsraum, aus dem Erfahrungsschatz deiner Eltern praktisch herrühren. Und das ist natürlich etwas, wo viele sich so gar nicht bewusst werden. Und im Laufe der ersten 7 Lebensjahre leben Kinder nur in Alpha- beziehungsweise Theta-Wellen. Und jeder Hypnosetherapeut, der vielleicht jetzt hier auch zuschaut, weiß das. Ich bin auch Hypnosetherapeutin. In dem Bereich Alpha-Theta-Wellen werden Menschen hypnotisiert. Das ist praktisch, also wenn ich jetzt jemanden, einen Patienten hypnotisiere, dann läuft das in diesen Wellen ab, in diesem Alpha- und Theta-Bereich. Und Kinder sind bis zum 7. Lebensjahr, leben die automatisch in diesem Bereich, weil die in diesem Beta-Bereich, in diesem vollen, wachen Bewusstsein, noch gar nicht aktiv sein können. Weil in diesen ersten 7 Lebensjahren praktisch die Synapsenbildung hier oben, also die Verknüpfung unserer Gehirnzellen stattfindet und ein Kind in dem Moment nur dazulernt, also wirklich, ich sag mal, auch unbewusst programmiert wird von dem, was es sieht, was es hört und vor allen Dingen auch, was es von seinen Eltern mitbekommt. Wenn die Eltern sich streiten, wenn sie sich lieb haben, wenn eine Mutter alleinerziehend ist, wenn sie viel arbeitet, wenn ein Kind viel darf oder nicht viel darf. Je nachdem, was ein Kind ist, das wird natürlich auch, also die Ernährung spielt da auch mit einer Rolle. Und letztendlich ernähren wir uns über unsere kompletten Wahrnehmungssinne. Das heißt, über Hören, Riechen, Fühlen, Schmecken, ne, unser, also vestibuläres System, Gleichgewichtssystem natürlich, was mit dem Gehörgang zusammenhängt. Wir ernähren uns über das, was wir sehen. Wir ernähren uns über das, was wir intuitiv aufnehmen. Also wir haben ja viele, viele Sinne, Wahrnehmungssinne. Wir nehmen viel über unsere Haut auf vom Außen und natürlich auch mit dem, was wir, ja, was wir essen, was wir hören, was wir sehen. Auch die Filme, die wir gucken, die speichern sich letztendlich in unserem Zellgedächtnis ab. Das heißt, wenn du mal einen tollen Film gesehen hast, ist ganz einfach, und du findest den Film so, so super gut und du schließt die Augen oder vielleicht kannst du die Augen auch auflassen, dann kannst du dich erinnern an die tollsten Szenen. Du kannst sie dir wieder hervorrufen. Und das ist die Speicherung innerhalb deiner Zellen, die du mit deinen Augen, mit deinem Gehörsinn über einen Film, Kinofilm, was auch immer du gesehen hast, aufgenommen hast. Und so werden die ersten 7 Lebensjahre die Kinder nur permanent programmiert. Natürlich entwickeln wir da auch die meisten Dinge für unser komplettes Leben, ne? Ob wir mehr ängstlich auf die Welt kommen, ob wir mehr indoktriniert werden, ob wir Eltern haben, die mehr laissez-faire sind, die mehr uns einen Spielraum geben, uns frei entfalten zu können, wie das die Natur eigentlich eines Kindes möchte. Und viele, die vielleicht auch in frühester Kindheit misshandelt worden sind, die geschlagen worden sind, die also physisch oder auch psychisch von der Psyche her misshandelt worden sind, oder die von einer Pflegemutter zur anderen kamen, wo die Eltern früh verstorben sind, wo Missbrauch stattgefunden hat und so weiter und so fort. Das prägt natürlich. Und diese ganzen Dinge, die wir erleben innerhalb unseres gesamten Lebens, wird in unserem Zellgedächtnis abgespeichert. Ja, du hast richtig gehört, es wird in unserem Zellgedächtnis abgespeichert. Was hat das denn jetzt mit Beziehungen zu tun? Ist ganz einfach. Negative Zellinformationen, die dadurch entstehen, durch negative Erfahrungen, durch Misshandlungen, durch Missbrauchserfahrungen, senden selbst störende Schwingungen aus. Also wir sind letztendlich ein riesengroßes Resonanzfeld von Informationen und natürlich von Erfahrungen, die wir gemacht haben und von Handlungen, die daraus resultieren, wo wir letztendlich für uns
immer wieder entscheiden, je nach Situation, wie reagiere ich jetzt? Und wenn wir dann ein Feld haben, ein selbst kreiertes Feld haben, wo vielleicht viele Regulationsstörungen da sind, und ich sage mal, unter Regulationsstörungen bezeichne ich spezielle Leiden in verschiedenen Körperbereichen, ne, Krankheiten, die entstehen, Signale, die unser Körper sendet, dass irgendwas in uns nicht in Ordnung ist, dass wir besonders viele Ängste haben, dass irgendwo in unserem System Blockaden sind, die wir zwar fühlen, aber überhaupt nicht erklären können. Dass wir vielleicht auch permanente Erkältungserkrankungen haben oder Entzündungen haben. Krebsleiden gehört natürlich auch dazu. Hepatitis, Bronchitis, die Lungen, ne? Das paarige Organ, da habe ich auch hier schon mal ein Video darüber gemacht, was dir deine Krankheit sagen will. Die Lunge steht für Beziehungsthemen, genau wie die Niere auch. Die Nieren sind der Sitz der Angst, wohlgemerkt, durch zu viel Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, was in unserem Körper produziert wird, entsteht Stress, und Stress ist nichts anderes als eine andere Form der Angst. Und wenn wir uns das mal so überlegen, wie viele, auch Diabetes, MS und so weiter und so fort, also die Reihe der Erkrankungen, die kann lang sein, auch Depressionen und so weiter und so fort. Also es gehört alles dazu, was letztendlich eine Dysbalance, also ein Ungleichgewicht in unserem Körper herstellt. Und wenn eines unserer Regulationssysteme in unserem Körper beeinträchtigt sind, ist vor allen Dingen auch unser Immunsystem beeinträchtigt. Und unser Immunsystem, also die Immunzellen werden, 70 bis 80% unserer Immunzellen werden im Dünn- und Dickdarm hergestellt. Und wenn unser Immunsystem durch zu viel Stress immer wieder blockiert wird und Oxytocin, ne, also statt ein freudvolles Hormon wie Oxytocin, Endorphine oder Vasopressin ausschüttet, schüttet es Cortisol, Noradrenalin, Adrenalin und Zytokine aus. Zytokine sind entzündungsfördernde Stoffe in unserem Körper, und diese blockieren unser komplettes Immunsystem. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir im Laufe der Zeit dann immer anfälliger werden. Also mit Erkrankungen, durch Stress. Und wenn es Beziehungsstress ist, ne, viele haben Beziehungsstress, toxische Beziehungen. Und es kann aber auch Beziehungsstress sein von Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder von Mutter und Vater zu den Kindern. Und da entstehen natürlich unsere Schmerzkörper. Und das ist das, worauf ich gestern Abend, wo wir gar keine Zeit mehr hatten, darauf hinaus wollte, dass wir einfach mal so diesen Zusammenhang verstehen, wie wichtig das ist, dass wir uns bewusst werden, dass alles, was wir sehen, was wir tun, was wir hören, was wir essen, dass alles Nahrung für unsere Seele ist und unsere Zellen automatisch programmiert und damit auch letztendlich ein neues Resonanzfeld, mit jeder Erfahrung, die wir erleben, ein neues Resonanzfeld gegründet wird. Und wenn du natürlich jetzt einen Körper hast, der sehr, sehr viel Leid erfahren hat, der sehr viel Missbrauch erfahren hat, wie ich habe das gestern Abend ja auch im Interview erzählt, wie ich wieder bei mir selber angekommen bin, durch diesen leidvollen Weg, dann haben wir natürlich auch dementsprechende Schwingungen innerhalb unserer Zellen. Das heißt, Zellinformationen, jede Zellinformation, die in uns gespeichert ist, sendet eine Schwingung aus. Positive Zellinformationen senden positive Schwingungen aus, negative Zellinformationen senden negative Schwingungen aus. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die meisten Menschen in Beziehungen, es geht ja auch um Chaosaffären in diesem Kongress, aber auch, wie so etwas überhaupt generell entsteht, dass es Menschen gibt, die gar keine gesunden Beziehungen führen können. Das hängt daran, dass sie sich immer wieder Partner aussuchen, die auf der gleichen Frequenz schwingen. Das heißt, wenn du sehr, sehr viel Leid erfahren hast, wirst du automatisch immer wieder durch, ich sag's mal, durch das Senden deiner Zellinformationen, die in dir gespeichert sind, durch das Senden deiner Frequenz, deiner Schwingungen, wirst du immer wieder einen Mann oder eine Frau oder eine Situation
oder ein Arbeitgeber oder Freund, Freundin, was auch immer, oder Menschen in dein Leben ziehen, die auf dieser gleichen Frequenz, wie du aktuell gerade bist, schwingen. So, und so lernen sich die meisten Menschen kennen. Sie sind am Anfang total verliebt, das sagte die Ilona gestern noch, dieses, ja, man ist verliebt und man hat die rosarote Brille auf und letztendlich, was dann dazu geführt hat, dass man sich so unglaublich stark angezogen voneinander fühlt, waren die gemeinsamen riesengroßen Schmerzkörper, die jeder letztendlich in seinem Gepäck mit sich trägt. So, und eine Beziehung ist natürlich dafür da, letztendlich, um zu schauen, wo stehe ich gerade. Eine Beziehung ist immer der beste Spiegel für dich. Egal welche Beziehung, ob das mit einer guten Freundin, einem guten Freund ist, ob das eine partnerschaftliche Beziehung ist, eine polyamorphe Beziehung ist, da gibt es auch was Tolles im Kongress von dem lieben Sam von Lux. Den hatte ich auch zu polyamorphen Beziehungen in meinem Kongress gehabt. Der ist auch bei Thomas mit dabei. Und oder ob es Beziehungen sind zu Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder auch zu Schwestern, also zu gewissen Familienmitgliedern, ne? Und da ist es einfach wichtig, zu schauen, was ist da letztendlich, was passiert da mit mir, vor allen Dingen, wenn wir an Partner geraten, die uns immer wieder triggern. Na, wenn wir einen Mann haben, der zum Beispiel, oder eine Frau haben, die narzisstische, extrem narzisstische Züge haben, warum ziehen wir solche Menschen in unser Leben? Ich habe auch hier kannst du weiter runterscrollen, auch ein Video über Narzissmus gemacht. Und letztendlich, also da will ich jetzt nicht zu stark nochmal drauf eingehen, aber letztendlich ziehen wir das an, was wir selber sind? Und warum ziehen wir dann diese Partner an, auch diese toxischen Partner an? Ganz einfach, damit wir selber in die Heilung gehen können. Und in einigen Beziehungen schaffen es die Partner, das gemeinsam ja zu meistern, wirklich zu sagen, okay, ich liebe dich wirklich so sehr, dass ich das gemeinsam lösen möchte, dass ich das gemeinsam auflösen möchte. Ich gebe dich nicht auf, nur weil irgendwo ein kleines Problem ist, nur weil du eine schlechte Erfahrung gemacht hast, nur weil du dich getriggert fühlst. Und dann gibt es diejenigen, auch die narzisstischen Beziehungen, wo es wirklich darum geht, seinen Selbstwert kennenzulernen. Und letztendlich ist jede Beziehung in deinem Leben dafür da, um wieder bei dir selber anzukommen, um diese Erfahrungen zu machen, wieder letztendlich deinen Selbstwert zu leben, in die Selbstliebe zu kommen, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen zu anderen Menschen, die dir nicht gut tun und damit in dem Moment Ja zu sagen zu dir selbst. Das musste ich auch lernen. Ich musste das auch lernen, weil ich immer Angst hatte. Wenn ich jetzt Nein sage, dann mag der oder die, die mögen mich vielleicht nicht mehr. Und genau darum geht es. Es geht genau darum, lebe deinen Selbstwert. Und wenn es dir nicht gut geht, wird es auch deinem Umfeld nicht gut gehen. Wenn du nicht gesund bist und bist im Ungleichgewicht, wirst du das an deinem Lebensumfeld merken. Wenn du im Ungleichgewicht bist, ist auch dein Lebensumfeld im Ungleichgewicht. Und das kann sich auswirken auf Partnerschaft, zu wenig Freunde, nie Zeit zu haben, Depression, extremes Übergewicht, ne? Toxische Beziehungen, kein Geld auf dem Konto. Geld hat sehr, sehr viel mit Gesundheit zu tun, weil ich auch in der letzten Zeit relativ oft auf Facebook über Geldthemen oder auch in meiner Gesundheitsakademie über Geldthemen gesprochen habe, die natürlich mit auch eine Rolle spielen, wo viele vielleicht immer sagen, auch Geld brauche ich nicht. Doch jetzt, in der Zeit, wo es eine Mega-Inflation gibt, auf einmal doch viele kommen und sagen, ah, Geld spielt jetzt doch langsam eine Rolle in meinem Leben. Vorher hat es gereicht, jetzt reicht es nicht mehr. Und auch über Geldthemen entstehen viele Beziehungsprobleme letztendlich. Und dieser wundervolle Chaos-Affären-Kongress, den der Thomas Herz gemacht hat, kann ich nur empfehlen, dir den wirklich anzuschauen. Der dient dazu, um dir so eine kleine Unterstützung zu sein, mit gewissen
ja, Experten oder Begleitern, ich sehe mich immer als eine Begleiterin an, die vielleicht in dir gewisse Dinge nochmal ins Laufen bringen. Und ich habe mir früher auch immer vor vielen, vielen Jahren, als diese Kongresszeit angefangen hat, bevor ich selber Kongresse gemacht habe, habe ich mir immer Kongresse angeschaut. Und ich fand es immer ganz toll, wenn ich mir ein Interview angeschaut habe und ich habe auch immer viel mitgeschrieben, um zu lernen. Und dann auch wirklich bei diesen Interviews das ein oder andere Aha-Erlebnis zu haben, wie, ach, deswegen ziehe ich immer einen Partner an mit den gleichen Mustern, weil ich meinen Schmerzkörper nicht geheilt habe, weil das in meinen Zellen gespeichert ist. Und im Kongress erzähle ich auch, wie man diese gewissen Dinge auch lösen kann, wie man es transformieren kann. Na, unter anderem mit Reiki, unter anderem mit dem Emotion Code und mit dem Body Code von Dr. Bradley Nelson und der Frau Dr. Susanne Hufnagel, wo wir eingeschlossene Emotionen in uns auflösen können. Und das ist es nämlich. Eingeschlossene Emotionen, Traumata, die wir erlebt haben aus der Kindheit heraus, die gehen ja nicht von heute auf morgen im Laufe der Jahre weg. Und Sigmund Freud sagte so schön, jedes traumatische Erlebnis, was du erlebt hast, und wenn es vielleicht auch noch so klein sein mag, wie zum Beispiel, wenn die Mama jetzt sagt, und du isst deinen Teller leer, du isst alles auf deinem Teller auf, vorher darfst du nicht aufstehen, oder du bekommst sonst kein Dessert. Ne? Nur so kleine Dinge schon können für uns eine Störung oder im späteren Leben eine Essstörung zum Beispiel auslösen. Also ich kann da ganz viele Beispiele nennen. Und deswegen ist es so wichtig, hinzuschauen, letztendlich, woher kommt es? Und der Emotion Code zum Beispiel, wie Sigmund Freud so schön sagte, gewisse Emotionen, die wir nicht ausleben, die wir unterdrücken, faule Kompromisse, die wir eingehen und die wir unterdrücken. Mehr für andere da zu sein als für uns selbst, uns immer wieder zurückzustellen aus Angst. Wir könnten irgendjemandem nicht gefallen. Wir können den Erwartungen anderer nicht entsprechen. Diese unterdrückten Emotionen werden lebendig in uns begraben. Und irgendwann bahnen sie sich diesen Weg wieder frei nach oben und fangen an zu explodieren. Das heißt, sie kommen raus, entweder in einer Beziehung beim Arbeitgeber oder auf einmal durch Heulattacken, durch Angstzustände, die auf einmal da sind, die sich auf einmal entwickeln und wo man denkt, wo kommt auf einmal diese Angst her? Ja, die meisten Ängste, die in einem selber entstehen, kommen genau aus diesen eingeschlossenen Emotionen. Und diese eingeschlossenen Emotionen, die finde ich zum Beispiel mit meinen Patienten heraus. Also wir analysieren sie, wir bringen sie nach oben sozusagen ans Licht. Und streichen Sie hier über dieses Lenkergefäß aus. Und das Lenkergefäß, was wir hier haben, ist auch in der traditionell chinesischen Medizin bekannt. Viele wissen, ich mache auch die traditionell chinesische Medizin mit Akupunktur. Und dieses Lenkergefäß ist mit allen Organen, mit allen Meridianen in unserem System verbunden. Und über dieses Lenkergefäß können wir eingeschlossene Emotionen herausfinden, sogar Toxine, Gifte, die in unserem Körper gelagert sind mit dem Bodycode. Wir können das durch Fragen in unserem System, durch psychokinesiologische Tests, die ich dann mache, können wir das praktisch herausfinden, was in deinem System fehlt. Na, hast du Toxine drin? Hast du ein Traumata drin? Hast du vielleicht negative Sendebotschaften abgespeichert? Und so weiter und so fort. Und wenn wir sie identifiziert haben durch diese psychokinesiologischen Fragetests, also ich nutze gerne immer den Ringtest dafür, dann haben wir die Möglichkeit zu fragen, müssen wir mehr über dieses Ereignis, über diese Emotion oder über dieses Gift, über dieses Toxin oder über diese Sendebotschaft, über die negative Sendebotschaft, müssen wir mehr darüber wissen? Und wenn es heißt nein, dann können wir praktisch mit unserer Hand oder auch mit einem Magneten, ich habe hier so ein ganz tolles Magnetband, können wir praktisch diese Informationen über unser Lenkergefäß auflösen. Und können sie ausstreichen. Und das ist natürlich etwas, was ich auch in meinem letzten Kurs unterrichtet habe, der aber jetzt zum Abschluss gekommen ist. Es wird noch mal einen neuen Kurs geben.
Und da habe ich das unterrichtet, wie das funktioniert. Und das ist natürlich eine großartige Sache, wenn wir die Möglichkeit haben, gewisse Blockaden nicht mehr über langjährige kognitive oder verhaltenstherapeutische Langzeittherapien aufzulösen und ich sage immer wieder in uns herumzuwühlen, weil manchmal ist es gar nicht mehr wichtig, dass wir über dieses assoziierende Ereignis, was dazu geführt hat, dass wir ein Traumata in uns abgespeichert haben, etwas zu wissen. Manchmal ist es gar nicht mehr notwendig. Warum? Weil wir das schon erlebt haben. Es ist etwas, was aus der Vergangenheit heraus resultiert. Wir haben es erlebt. Es hat eine Blockade in unserem System hervorgerufen oder auch eine Regulationsstörung, die dazu geführt hat, dass wir permanente Entzündungen haben, Fibromyalgie, Hepatitis, dass sich Krebs entwickelt hat im Laufe der Jahre. Und das ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz wichtiger Aspekt, da einfach hinzuschauen und auch selbst die Möglichkeit zu haben, gewisse Dinge nicht immer wieder nochmal neu durchleben zu müssen, weil wir haben sie schon durchlebt. Ich bin auch kein Fan davon, von Langzeittherapien. Und ich bin auch kein Fan davon, immer wieder alte Traumata hochzuholen und in der alten Suppe rumzumatschen. Ich bin ein Fan davon, Dinge loszulassen, es den Menschen so einfach wie möglich zu machen und zu sagen, ey, du hast es schon erlebt, das ist vorbei. Die Menschen sind vielleicht auch schon verstorben oder auch gar nicht mehr in deinem Leben. Du kannst es jetzt, du brauchst es einfach nur noch loslassen. So, und es geht damit ganz hervorragend. Also über den Emotion Code gibt es ja schon viele Bücher, viele Ausbildungen, auch viele Videos hier auf YouTube, wo man sich die angucken kann. Und das ist es halt einfach. Diese Regulationsstörungen, die wir in uns letztendlich heilen, diese eingeschlossenen Emotionen, die dazu führen, dass wir diese Störungen in unserem System entwickeln, dass unser Immunsystem gestört ist, dass wir Erkrankungen bekommen. Oder in der TCM gibt es ja keine Erkrankung, sondern nur ein Ungleichgewicht von Körper, Geist und Seele. Und wenn wir das verstanden haben, diese nochmal in ein Gleichgewicht zu bringen, ein Gleichgewicht bedeutet immer der Weg der Heilung. Gleichgewicht bedeutet immer Heilsein. Und ich kann immer nur eines sagen, alles, was du in dir heilst, das heilst du für die ganze Welt. Und das war noch das, was ich jetzt zu dem Interview gestern zusätzlich dazu sagen wollte. Zwar ganz kurz noch mit diesen Schmerzkörpern ausgedrückt, aber die Zeit hätte auch einfach nicht mehr gereicht. Und ich denke, es ist wichtig, vielleicht gewisse Dinge einfach auch mal so Revue passieren zu lassen und sich das ein oder andere Experteninterview anzuschauen, denn es war wirklich, also es ist ein genialer Kongress, der heute anfängt. Und jeder, also die Michaela Merten hat auch ein eigenes Video gemacht, der Pierre Frank über Seelenpartnerschaften. Dann gibt es viele tolle Experten, die über Kindheitstraumata sprechen, mit dem inneren Kind auch, das hat die Michaela Merten gemacht. Die Ilona Selke spricht über erfüllte Partnerschaften und so weiter und so fort. Und ich ebenfalls, ne, also und toxische Beziehungen, wie man sie auflösen kann. Und an dieser Stelle wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag. Genieße die Zeit, genieße dieses wunderschöne Pfingstwochenende, was jetzt auf uns zukommt. Und wenn du die Möglichkeit hast, schau dir dieses Interview an. Und da wird auch direkt verlinkt. Da bekommst du auch direkt den Link zum Kongress. Den werde ich natürlich auch nochmal hier unten reinstellen. Also genieße die Zeit und bei Fragen darfst du dich natürlich jederzeit immer gerne bei mir melden. Bis dann, deine Sabine. Mua.